Hallo, mein Name ist Dosh und willkommen zurück zu einer weiteren Runde All the Mods 7 to the Sky. In der letzten Folge haben wir die ersten Anfänge von Hostile Neural Networks gemacht und haben dadurch eine kleine Produktion aufgebaut für das ME-System. Haben unsere ersten 256k Storage Cells gemacht. Das sollte auf jeden Fall erstmal reichen, aber das würde ich auf jeden Fall ausbauen. Offscreen habe ich auch nochmal unsere Erzverarbeitung geupgradet. Wir sind jetzt offiziell auf dem Advanced Tier und haben da teilweise pro Maschine 5 Slots. Und haben mal wieder Besuch. Was hast du? Nur Müll. Offscreen habe ich auch noch eine kleine Sache gemacht. Und zwar hier unten eine kleine Ebene. Das ist quasi direkt unter dem Controller. Hier will ich einfach gucken, dass wir hier quasi die Crafting-Teile aufbauen. Das Ganze, wie wir hier rauf und runter kommen, das läuft über die sogenannten Elevator, das ist nicht viel, das ist Wolle, ganz schwierig momentan dran zu bekommen, und eine Enderperle, die Teile finde ich mittlerweile auch richtig schön, keine Ahnung, ob das vorher schon ging, aber die konnte man jetzt auch schon so nochmal einstellen, dass man immer in eine Richtung schaut, ich weiß, das ging vorher schon, und man kann die mit einem Block einfach verkleiden. So, unser Scharfmodul ist mittlerweile auch auf Self-Aware, das heißt so 99,5% kriegen wir so eine Prediction. Und dadurch haben wir schon ordentlich Wolle ranbekommen. Heute möchte ich gucken, dass wir unsere Energieversorgung upgraden. Das hier ist nämlich momentan unsere Energieversorgung. Das ist unsere momentane Energieversorgung. Ein Big Reactor, der relativ viel Power gibt. 9,2 kF pro Tick. Hat auch gut Speicher, aber wir verbrauchen verdammt viel Uran, weil der nicht wirklich optimiert ist. Und naja, ich möchte halt irgendwie was anderes gehen als einen Atomreaktor von Bigger Reactors. Deswegen werden wir heute einen Reaktor von Power aufbauen. Ansonsten bin ich wirklich öko. Glaubt mir, bitte, glaubt mir. Um dieses Formschirmteil geht es hier, den Nitro-Reaktor von Power. Dafür müssen wir aber alle Reaktoren einmal aufbauen, und das Problem ist auch noch das zweite: Wir müssen noch eine weitere Maschinerie aufbauen, denn ab dem Hardened brauchen wir Energized Steel und dafür brauchen wir einen Energizing Orb. Und ich habe keine Lust, alles per Hand zu craften, deswegen werden wir jetzt erstmal schauen, dass wir unsere Autocrafting-Anlage ordentlich ausbauen. Bis gleich. So, ich habe jetzt hier erstmal 6 Stück hingepackt. Normalerweise kann man dann so ein Kabel, weiß ich, kann man 8 Stück ranpacken, aber das ist mir hier ein bisschen zu eng geworden. Ich weiß, ich könnte jetzt hier mit Cable-Anker noch arbeiten, wobei es geht eigentlich noch. Füge ich wahrscheinlich noch hinzu, aber fürs heute reicht das auf jeden Fall, was wir vorhaben. So, ich habe hier noch ein Pattern Access Terminal aufgestellt. Wir haben jetzt hier 24 solcher Pattern Provider bzw. Modular Assembler frei. Das sollte auf jeden Fall erstmal reichen. Was brauchen wir denn alles für Power? Wir wollen, wie gesagt, die Reaktoren machen. Kann ich das eigentlich so machen? Jawohl. Wir müssen auf jeden Fall erstmal alles durchprogrammieren. Also, Nummer 1. Ich mache jetzt ganz hoch erstmal die Reaktoren. Ich weiß, da ist noch jede Menge Kleinkram bei. Aber wenn wir die schon mal drin haben, dann sind wir schon mal einen guten Schritt weiter. So, Blazing. Neotik. Das wird auf jeden Fall eine teure Geschichte, aber ich sag euch, die Energie werden wir brauchen. Und zu guter Letzt der Nitro. Warum will ich die Reaktoren von Power haben? Weil diese einfach mal schnell 250k FE pro Tick produzieren. Und naja, Uranit haben wir gerade en masse. Wir können das Ganze verdammt gut strecken, zeige ich auch gleich wie. Und wir werden heute auch wahrscheinlich die neue Energieversorgung, ja, die auf jeden Fall. Nein, nicht neue Energieversorgung. Die neue Ressourcenversorgung aufbauen. So, die packen wir jetzt alle einmal hier rein. Ich habe das immer alles so ein bisschen schön sortiert. So. Wir brauchen als erstes das Teil hier. Dein D-Electric Casing. Ich kann mal gleich mal neue Patterns craften lassen. Machen wir einfach mal 100 Stück. Wir werden die Electric Rods brauchen. Wir werden... wie mache ich das am besten? Ja, die werden wir auch brauchen. Vielen Dank für die Patterns.
Wir brauchen Iron Bars. Also Eisen sollte mittlerweile auch relativ gut sein, 24k, das sollte für die ersten Projekte reichen. Und wir brauchen die Electric Paste, dafür brauchen wir Kohle, Blaze Powder und Clay. Ich glaube, das Einzige, was wir noch herstellen müssen, wäre Clay, ein bisschen. Aber das ist relativ schnell erledigt. Das kann man mal schnell AFK laufen lassen. So, damit haben wir schon mal das Teil in der Mitte. Jetzt brauchen wir das Rezept noch. Wir brauchen ein Basic Capacitor Rezept. Oh, was ist hier für ein Jahrmarkt schon wieder? Ist ein ganz besonderer Fall, ich verstehe schon. So. Damit haben wir den Reaktor schon mal fertig. Da, das Rezept hauen wir noch rein. Ich glaube, die Rezepte programmiere ich jetzt einfach mal gerade ganz kurz. Bis gleich. So, der Reaktor ist jetzt programmiert. Und wie gesagt, wir wollen den Nitro-Reaktor. Also würde ich sagen, die Teile ist ein Multiblock. Werden zusammengesetzt aus 36 Blöcken. Dann crafte er mir 36 Reaktorblöcke. Oh. Gut, das ist jetzt erstmal nicht schlimm, das Clay. Wie gesagt, das produziere ich schnell für Offscreen, aber... Uns fehlen Blazing Crystals, Spirited Crystals, Energized Steel, Nitro Crystal und Block of Redstone. Ja, was sind das für Ressourcen? Wie gesagt, wir brauchen einen sogenannten Ener... Ich habe da gerade deinen Vorfahren weggeschickt. Was ist das? Das liest sich erstmal nicht schlecht. Ich glaube, das hole ich auf 32 Phantommembraner. Ich glaube, die habe ich gar nicht. Nee, nicht. Nein. Ja, ich habe gar keine. Ja, gut. Was anderes hattest du nicht, ne? Nö. Okay. Nee, wie gesagt, wir brauchen einen sogenannten Energizer dafür, damit wir sowas wie Energized Steel und sowas herstellen können. Die habe ich jetzt auch mal gerade schon mal eingestellt zum Craften. Der Energizing Orb, den haben wir jetzt gleich fertig. Und damit der arbeiten kann, den kann ich jetzt mal gerade ganz doof hier aufstellen. Da habe ich extra so eine kleine Kammer aufgebaut. Der hat kein Interface. Wenn wir uns mal Hardened Energized Steel anschauen, der braucht ein Iron Ingot und ein Gold Ingot und 10.000 FE. Wenn wir jetzt mal ein Eisen, nein, das ist Brass, und ein Gold nehmen, können wir die einfach ohne Probleme da reinlegen. Und dann kriegen sie unten eine kleine Anzeige, 0%, 0 von 10 KFE. Warum kriegt er jetzt keinen Strom? Weil der nicht an Strom angeschlossen ist. Nein, das auch nicht. Der braucht noch sogenannte Energizing Rods. Und wir werden jetzt einfach quasi einmal hochskalieren. Wir werden uns jetzt einmal die Basic machen. Und zwar 9 Stück. Redstone, oh komm, Redstone Blöcke sind einmal gerade... einprogrammieren. Redstone sollten wir auf jeden Fall auch genug gerade haben. So. Jetzt. 9 Energizing Rods. Klappt alles. Dann crafte er mir die. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Die werden einfach hier oben dran gehangen. Da kommt jetzt gleich noch ein Fluxpoint dran. Oder Plug. Ich vergesse das andauernd. Ich muss das immer wieder nachschauen. Und in dem Moment, wo hier Items drin sind, kommen... die Teile feuern Strahlen drauf. Ende. Happy End. Das Ganze wollen wir aber heute so ein bisschen automatisieren, weil ich keinen Bock habe, immer daneben zu stehen. Rechtsklick, rechtsklick, rechtsklick. Ich glaube, da werde ich ein bisschen Mischung bei. So. Jetzt dann packen wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dran. Ey, seid ihr nicht total doof? Und wir brauchen noch einen Flux Point. Hat schon mal Rückschmuck gehabt. Der kommt hier oben nur noch drauf. Main Base Energy. Und wir haben Energy Steel. Das hat jetzt nicht so lange gedauert, weil es einfach... Wie viel haben die Basic-Teile? Ja, die schicken 400 FE pro Tick rüber, 9 Stück. Das geht dann relativ flott. Jetzt möchte ich das Ganze aber noch ein bisschen anders gestalten.
Und zwar möchte ich einen Patent Provider nochmal nehmen. Gut, dass ich davon jetzt noch ein paar über habe. Wir wollen einen Import Bus nehmen. Ja, Pisten fehlt. Ich muss so viele Rezepte jetzt erstmal encoden. Weil wir werden sehr, 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 sehr viel mit ME arbeiten. Boah. Ihr geht mir echt dezent auf den Nerv gerade. Du darfst bleiben. Aber dieses Getrippel, das ging mir gerade auf den Nerv. So, jetzt aber. Wir brauchen einen Import-Bus. Nehmen ein wenig Kabel. Einmal Dance und einmal... Und einmal Smart-ME-Cable. Und dann machen wir quasi die ganzen Power-Crystals einmal fertig. Ja, nicht Puva, Power. Wo haben wir sie? Ich encode die einmal schnell. Das ist eigentlich jetzt nicht wirklich schwierig. Wir kriegen trotzdem wieder auf Plus einfach. Das ME kann mittlerweile auch schon Processing Patterns einfach unterscheiden, was er normal per Hand craften soll quasi und was er Maschine macht. Das ist jetzt eigentlich nur wieder zu auslegen. Ganz kurz. Bis gleich. So, die wichtigen Rezepte habe ich jetzt eigentlich alles mal reingeschmissen. Das war jetzt nicht wirklich lange. Das war eine Sache von noch nicht mal mehr eine Minute. Ich will dafür hier einen Pattern Provider aufbauen. Die Rezepte einmal hier reinschmeißen und ganz wichtig Blocking Mode einfügen. Und wir machen dann einmal hier noch ein Smart Cable dran mit einem Import Bus. Das sollte jetzt hoffentlich gleich passen. Ist noch offline, das ist richtig. Und dann gehen wir einmal von hier aus und schließen. Ja, von der Kabel lasse ich nochmal da. Ich weiß nicht, inwiefern ich hier nochmal verlängern werde. So. Ich hoffe, dass ich bald mal in Richtung Creative Flight komme. Und das Ganze sollte jetzt angeschlossen sein. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir nehmen jetzt einfach mal so einen Blazing Crystal. Das sah sehr gut aus. Im Grunde genommen werden die Items jetzt einfach nur hier reingepusht. Das Problem ist, du kannst hier unendlich gefühlt reinstopfen und das ist, beziehungsweise, was heißt unendlich? Ich glaube maximal 6 Items gehen, aber dann craftet er nicht immer nach. Es bedarf halt immer nur ein Item auf einmal drin sein. Aber das haben wir so super gelöst. Und ich würde sagen, wir können jetzt erstmal hier die Rods upgraden. Und wir schauen uns jetzt nochmal an, ob wir jetzt unseren Nitro-Reaktor craften können. Wir wollen 36 Stück. 9 Nether Stars. Und ein bisschen Uranit, das ist nicht das Thema, und ein bisschen Clay. Wie kommen wir jetzt an Nether Stars? Wir müssen einen Wizard besiegen, beziehungsweise 9. Leider komme ich da nicht drum herum, aber doch, ich komme drum herum. Und zwar, wir nehmen jetzt erstmal unsere Skulls. Oh. Ja, dann gehen wir jetzt einmal kurz in den Nether. Ich muss mich noch dran gewöhnen. Wo ist... Na. Hä, bin ich jetzt sogar da? Ich muss mal gucken, vielleicht gebe ich das unten raus. Ich weiß noch nicht. Nee, wir haben ja ein schönes Netherportal. Wir gehen jetzt Wither-Skelette farmen. Nein. Keine Sorge. Auch wenn ich heute ein bisschen vertrottelt wirke, so vorbereitet bin ich schon. Und zwar habe ich noch ein paar... Wo sind meine... Ich bin doof. Ja, ich bin heute sehr vertrottelt. Oh Gott. Ich entschuldige mich schon mal. Heute ist irgendwie dieser Tag. Nee, ich hatte offscreen schon mal ein Wither-Skeletten-Data-Model, ein Blaze-Data-Model und ein Magma-Cube. Magma-Cubes weiß ich einfach nicht, habe ich einfach mal trotzdem mitgemacht. Vorbereitet. Sind alle schon mal auf Basic-Tier. Und wir werden das Ganze jetzt einfach nochmal machen wie hier. Warum Wither-Skeletten? Weil wir können über die Wither-Skeletten-Prediction können wir Wither-Skeletten-Skulls herstellen.
Ich glaube, das sollte offensichtlich sein, warum. Dann müssen wir noch einen Wizard-Builder aufbauen, einen Mob-Crusher und gucken, dass er das alles schön für sich hat aufbauen. Oder wir nutzen Hostile Neural Networks und benutzen Generalized Ender Prediction und können einfach Nether Stars so autocraften. Soulcent muss ich mal gucken, wie ich das machen werde, ob ich jetzt zum Beispiel hier die Route gehen. Ich bin ehrlich, ich mag den Mod. Ich meine, es ist wirklich leckfreundlich. Ja, ich baue das mal ganz kurz auf. Bis gleich. Ich habe das Ganze jetzt einfach mal so ein bisschen laufen lassen. Ich war zu ihm mal kurz ein bisschen einkaufen. Und naja, ich glaube, das läuft. Damit zukünftige Crafting-Prozesse etwas schneller gehen, beziehungsweise Energizing-Prozesse, erlaube ich mir jetzt einfach mal 9 Energizing-Watts auf. Wo haben wir sie? Nitro. Let's go. Das kann jetzt hier so ein bisschen dauern. Beziehungsweise das Erz wird relativ schnell gehen, weil wir hier noch die Basic haben, aber da das lassen wir jetzt einfach gemütlich laufen und schon haben wir die besten fertig. Jetzt haben wir alle Energizing Mods auf Nitro upgegradet. Ich habe die Kabel auch mal gerade auf Advanced upgegradet, weil die zu schwach waren. Wir sind eigentlich immer noch zu schwach, aber darum kümmern wir uns demnächst. Ich schätze mal, wir werden in einer der nächsten Folgen dann mal gucken, dass wir die Metallurgic Infuser von Mechanism einmal automatisieren, dass wir quasi, also hier sind ein paar viele Rezepte, einfach nur die wichtigen Sachen, quasi Refined Obsidian, was haben wir hier noch, die Basic Control Circuits, Alloys und sowas, dass wir sowas alles automatisiert haben. Jetzt aber wollen wir endlich schauen, den Nitro Reactor. 36, es fehlt Uraninit, das ist nicht das Thema, davon haben wir mehr als genug. Wir nehmen jetzt einfach mal hier ein paar Stacks, so 4 Stück, das sollte erstmal reichen. Dort wird einfach nur geschmolzen, man kann das Ganze noch ein bisschen verbessern, indem man über einen Energizer arbeitet, aber... Ich glaube, das ist relativ gut, dass wir jetzt Jo, der Reaktor ist knapp an der Grenze. Aber gut, das sollte jetzt nicht das Thema sein. Wir haben bald eine neue Energieversorgung. Ich mach das mal ganz kurz fertig. Bis gleich. Endlich ist es soweit. Der Nitro-Reaktor wird gecraftet. Das wird jetzt einen Moment dauern, weil relativ viel hier drin gemacht werden muss. Aber wie ihr seht, selbst die Emeralds, das ist jetzt einfach nur noch ein kurzer Blink und das war's. Das sollte jetzt eigentlich nur noch einen kleinen Moment dauern und dann können wir ja schon mal die nächsten Sachen angehen. Wenn wir uns mal kurz das Rezept anschauen, dann wird es... Ja, ich sag mal ein paar Minuten, dann dürfte die Sache Geschichte sein. Damit wir den aber relativ gut kühlen, wenn wir uns einmal so einen Reaktor gut mal anschauen. Die brauchen am Coolant. Da kann man Eis nehmen, Schnee, Packed Eis, Blue Eis. Ich möchte auf Dry Eis gehen. Dafür brauchen wir zweimal Blue Eis. Jetzt fragt euch bitte bestimmt, wie will ich an Blue Eis rankommen? Wenn ich noch nicht mal Blue Eis gerade habe, damit ich Basalte herstellen kann. Das wollen wir heute machen, weil wenn wir uns einmal Eis, ne, nicht Eis VE anschauen. Wenn wir uns Eis anschauen, wir können das über Alchemistry herstellen. Dafür brauchen wir einen Compactor. Den packen wir uns schon mal hier hin. Da müssen wir 16 H2O nehmen. Das können wir über dem Atomizer herstellen. Und das dürfte es eigentlich schon sein. Wir bauen das einfach mal schnell zusammen. Ich lasse das jetzt einfach mal gerade bewusst laufen, weil ich noch nie mit Alchemistry gearbeitet habe. Das ist für mich gerade auch ein neues Mal. Ich baue es jetzt einfach mal auf. Ich meine, im schlimmsten Fall, was kann schon schief gehen? So teuer sind die Maschinen jetzt auch nicht. Aber ich denke mir einfach so, wenn wir quasi nur über Wasser wirklich sofort Eis herstellen können, ich schaue mir das Ganze gerne mal an. Und im besten Fall haben wir gleich relativ gute... Eine sehr, sehr gute Dingensversorgung. Eisversorgung. Das Ganze baue ich jetzt einfach mal hier hin. Sagen wir jetzt mal. Bum, bum. So. Wir machen das jetzt erstmal so. Ach, ich liebe es. End off. Loop. Loop. Und dann sagen wir einfach mal, der Atomizer kommt hier hin. Compactor kommt hier hin. So. Wir werden ein Zink brauchen. Wir werden noch einen Point brauchen.
Die muss ich auch mal dringend ins Autocrafting reinstecken. Mainbase Energy. Ach, jetzt habe ich die Wrench nicht dabei. Wieso habe ich die nicht dabei? Da. Extract. Und wir müssen hier dementsprechend auch nochmal sagen: Extract auf Fluid. Und jetzt müsste Wasser hier reingehen und er produziert schon. Und ich würde jetzt einfach nur ganz doof sagen, dass wir nochmal eine Item Pipe nehmen. Oder zwei und einen Drawer. Beziehungsweise können wir hier einen Compacting Drawer nehmen. Ich glaube, das würde uns einige Arbeitsschritte sparen. Wie kann ich jetzt... Ah, so einfach. Lock Recipe. Und hat der... Jetzt habe ich keinen... Doch, den Drawer habe ich mitgenommen. Bin ein bisschen... Ich bin mega verwirrt heute. Oh, das ist hier noch drin. Drücken tut er nicht, ne? Nee. Aber wir machen das jetzt einfach mal ganz einfach. Wir machen nochmal so einen Puller-Upgrade. Und dann sollte sich das auch erledigt haben. Wir wollen von oben pullen. Nee. Pullen, ja, aber nicht so, wie ich das möchte. Also brauchen wir doch einen normalen Drawer. Ich hatte eigentlich gehofft, dass der... Oder funktionieren die mittlerweile ein bisschen? Na? Kann ich jetzt... Nee, das geht nicht, okay. Ich hatte gehofft, dass der automatisch dann Eis weiter verkraftet. Das kann man einfach so laufen lassen. Ich meine, die verbrauchen 50 und 200 FE. Beziehungsweise RF. Das sollte jetzt nicht so wirklich ins, in die enormen Zahlen gehen. Besonders, wenn wir gleich einen dicksten Atomreaktor schon mal haben. Wie sieht das aus? Ja, das... Woran arbeitet der gerade? Ah, den Diamonds, okay. Ja, hier ist jetzt gerade wieder Energie zu knapp. Ich glaube, wenn der Reaktor einmal läuft, dann können wir die einfach quasi machen, bis zum geht nicht mehr. So, wir brauchen nochmal... Ich würde jetzt gerne hier nochmal den Storage Controller machen. Wenn ich vielleicht auch tippen könnte, wäre das auch super. So, ein Storage Controller. Wir brauchen hiervon nochmal einen. Ich glaube, das werde ich jetzt bald auch mal automatisieren. Einfach, weil ich das mittlerweile so oft brauche. Den verstecke ich mal wieder. Blub. Geht ja mittlerweile sehr, sehr gut. Und wir machen einmal blub, blub. So. 34 Stück. Wir können später bestimmt noch eine andere Möglichkeit machen für Eis. Mir ist es gerade erst mal keiner besser eingefallen. Vielleicht machen wir das dann hier drüber. Wir brauchen eigentlich auch nicht wirklich viel Eis. Ich glaube, wenn da einmal so ein Stück Dry Eis drin ist, dann läuft das schon mal und dann kann man einfach warten. Hat Alchemistry eigentlich irgendwie Speed Upgrades oder sowas? Nee, aber... Ja, das schaue ich später mal rein. Dann brauchen wir jetzt wieder einen Storage Bus. Ich mach mal kurz. Ich mach die Verkabelung einfach gerade fertig. Ihr kennt das ja. Bis gleich. So, und schon wird hier auch Eis angezeigt. Was will ich jetzt mit dem Eis machen? Ganz einfach. Ich will ein Rezept haben für einmal Packed Eis. Einmal so. Und dementsprechend noch einmal für Blue Eis. Das heißt, wir können auch gleich die Basaltproduktion wieder anschmeißen. Und Potion of Frostbite. Okay, kenne ich auch noch nicht. Und ich will dann ein Energizing-Rezept für Dry Eis. So, das Energizing-Rezept, das können wir schon mal reinpacken. Und dann sagen wir hier einmal Eis und Eis. Können wir ein Dry Eis machen? Es fehlen noch 27. Gut, das ist jetzt einfach wieder so eine Geschichte von laufen lassen. Beziehungsweise hieran hapert es gerade. Das ist so ein bisschen das Bottleneck.
Vielleicht packe ich hier mal so eine Reihe von denen hin. Ich glaube, das werde ich auch machen. Ich upgrade das mal. Bis gleich. So, das sieht ja schon mal ein bisschen besser aus. Jetzt sollten wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Eis produzieren. Besonders wenn ich jetzt einfach gerade nur wieder hier ein bisschen AFK rumstehen und das laufen lasse, sollte das passen. Verkleidung mache ich da gleich noch. Kommt noch, keine Sorge. So, der Reaktor ist leider immer noch nicht fertig. Wir haben von allen 36 Blöcken noch 36 vor uns. Weil jetzt gerade blöderweise, ich weiß nicht, wie ich das so einstellen kann, dass der Nitro-Crystals als letztes macht. Vielleicht muss ich da gucken, dass ich mal am Ende mehrere Energizer mache, das vielleicht hier so ein bisschen splitte. Aber erstmal wollen wir ja gucken, dass wir die Energie auch ans Laufen kriegen. So, wir können auf jeden Fall schon mal ein Blue-Eis herstellen. Sehr schön. Dann können wir das hier hinten jetzt endlich mal fixen. Beziehungsweise, wir haben hier noch für Andesite und Diorite. Ich bin überlegen, ob ich den Diorite, weil wir den nicht wirklich brauchen, austausche für Deep Slate. Deep Slate werden wir nämlich noch ein bisschen brauchen. Da braucht man. Ach, da brauche ich Packed Ice und einen Magma Block. Für was war jetzt Blue Ice? Blue Ice war für Plexon war das im Basalt. Gut, hier die beiden. Ich habe da zwei Drawer voll. Ich glaube, das werde ich jetzt einfach mal umändern. So, wir brauchen also Soul Soil. Und Deep Slate braucht einen Magma Block, wenn ich das gerade richtig erinnere. Jawohl. Habe ich Magma. Ich habe keine Magma Queen. Wie viele Slime Balls habe ich noch? 8. Okay. Dann machen wir jetzt einfach mal gerade den faulen Weg. Blup. Und wir brauchen noch ein Packed Ice. So, und damit sollten wir dann alles haben für die neuen Sachen. So, ein. Das wird jetzt gleich gnadenlos schief gehen. Aber egal. Hier kommt ein Soul Soil hin und für Deep Slate war das Magma Block. So und so. Du kommst da drauf. Packed Ice. Hier kommt Blue Ice hin. Nee. Ich mach, glaube ich, gerade alles falsch, was ich falsch machen kann. Hier kommt Packed Ice hin. Genau, jetzt provozieren wir hier schon mal Deep State. Dann einmal effektives Obsidian abbauen. Mann, war das schnell. Kommt mir vor, als wäre das irgendwie schon bald gecuttet gewesen, aber das kann ja nicht sein. Das wäre ja schon aufgefallen. So, und ein Blue Ice brauche ich jetzt nochmal. So, nun wird es Zeit, den Reaktor auch zu platzieren. Das macht er glücklicherweise komplett selbstständig. Finde ich so ein angenehmes Feature. Und da ist der Nitro-Reaktor auch schon fertig. Ich mache hier nochmal eine kleine Rüstung drumherum. Warum? Weil wir noch nicht so ganz fertig sind. Einmal brauchen wir hier etwas, wo der Strom auch rausgeht. Machen wir unsere Main Base Energy. Da werden wir demnächst mal ein bisschen Strom anschließen. So, wir brauchen eine Fluid Pipe, weil der Reaktor, wie gesagt, Wasser braucht. Und naja, da nehmen wir das gute alte Waschbecken für. Ich glaube, was Besseres gibt es immer noch nicht. Wobei es mal in einer Version so einen Block gab, der hat wirklich instant maximale Wasser reingepumpt. Aber ich weiß nicht mehr, welcher Mod das war, wie das hieß. So, hier machen wir jetzt noch einen ME-Export-Bus dran. Wir hauen eine Capacity Card, eine Crafting Card und zwei Acceleration Cards dran. Und wir sagen, wir wollen Uraninit rein. Ich schließe das mal schon mal an, dass er schon mal langsam auffüllt. Haben wir zum Glück hier noch eine Leitung, die wir anzapfen können. Na, das machen wir schon mal weg. So. Uran ist drin. Wir können den Atomreaktor jetzt anschließen. Aktivieren, das würde ich sagen. Und wir sagen sofort Auto-Mode
on. Und wir produzieren gerade 120 kfe pro Deck. Ist schon eine schöne Summe, aber es geht noch besser. Wenn wir noch sagen, Carbon und Redstone kommt dann noch rein. Und wir sind auf 132 und es geht nochmal runter. Und jetzt sollte er langsam schneller werden. 150, aber es geht immer noch runter. Warum? Weil er noch Coolant braucht. Da sagen wir jetzt Dry Ice. ...180k und er geht hoch. Wir haben offiziell, produzieren wir gleich 250k FE pro Tick. Das heißt, wir haben schon mal massig Strom, womit wir rumspielen können. Diese ganzen Strom werden wir dann mal irgendwo speichern müssen, aber ich weiß noch nicht, wie ich das mache, ob ich das mal Flux-Netzwerke mache. Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen. Oh, wir craften jetzt auch schon Dry Ice nach, das ist sehr schön. Ich muss mal gucken, wie ich noch ein bisschen besser Eis produziere. Aber Strom ist jetzt erstmal nicht mehr das Thema. Und ich kann endlich sagen, tschüss, 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 tschüss. Das tut so gut gerade. Das glaubt ihr gar nicht. Jetzt habe ich zwar hier noch so ein bisschen ekliges Wasser, aber das werde ich schon los. So, dann würde ich an dieser Stelle einmal sagen, ich halte die Folge jetzt mal wieder ein bisschen kürzer. Die letzten sind ein bisschen sehr lang geworden. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, drückt auf den Abonnieren-Button und die Glocke aktivieren. Ganz, ganz wichtig. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.